Interessant. So. C. Ist das jetzt voll da unten? Ja. Und ist das da unten? Das ist ja sowieso hier oben voll. Okay. Dann würde ich jetzt sagen, wir fangen jetzt mal an, hier die erste Welle zu platzieren. Ich will es nicht zu unübersichtlich machen. Warte mal, das will ich auch noch. Simply Affinity. Die würde ich einfach mal da hinstellen. 3 Steine und 1 Holz. Das ist natürlich gar nichts. Das sammeln wir uns so schnell zusammen hier. Autsch, das war nicht. Also ich dachte gerade, ich habe Bären gegessen. 3 Steine brauche ich noch kurz. Da liegt schon wieder einer. Und da unten ist auch noch einer. Und da haben wir das Zeug dafür schon. Brennt das jetzt die ganze Zeit? Der ist giftig, oder? Ja, der ist giftig. Dann ist der auch... Ach, das sind Fliegenpilze. Ah. Zumindest haben sie so ein ähnliches Aussehen. Wenn das die ganze Zeit so brennt, wäre das... Oh. Ich mache mir mal noch einen. Und zwar... Mache ich immer noch den großen. E. Da sind nämlich schon wieder 2. Greifen beide an. Der andere. Ich brauche mal alle Körperteile hier, weil die... Ja, hab ich dich doch gehört. So, dann gehen wir mal hierher. Bauen die Körperteile ein. Das ist so eklig eigentlich. So. Ah, den muss man immer wieder anzünden und dann funktioniert er auch. Gut zu wissen. Dann brennt das da jetzt vor sich hin. Schreckt hoffentlich auch ab, so wie es sein soll. Und dann speichern wir mal. Und schlafen eine Runde. Hat funktioniert, bin ich sehr stolz drauf. Ich glaube, ich gehe mich mal kurz waschen. Ich sehe nicht mehr ganz so sauber aus. Super, bin ich gewaschen. Jetzt sollen wir noch mal ganz kurz ans Feuer gehen, sagt uns das Spiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist für uns. So.
Okay, ich wollte ja anfangen, jetzt Wälle zu bauen. Und zwar... Boats... Click to place basic wall, defensive wall. So, da müssen wir jetzt auf jeden Fall das Ding mal drehen. Kann ich das so überhaupt platzieren? Ah, so geht's. Okay. Dann natürlich denselben nochmal. Dann... Moment. Irgendwie ist der woanders angebaut. E. Ja, jetzt müssen wir den aber jetzt anders anbauen. Der muss jetzt nämlich... Nee, genau. E. So soll der. Dann hätte ich hier gerne... ein mit Fenster. Gut, die Ex hätte ich auch gebrauchen können jetzt, aber egal. Na, E. E. Ach so. Das ist ja scheiße. Ach, jetzt geht's, okay. Dann hätte ich hier gern eine Tür. E. Dann hätte ich hier gern wieder so ein. Nee. E, genau. Dann hätte ich hier noch mal gern. Nein. Ah. So, genau. B. So will ich den. Dann B. Da bringt mir das ja nichts, das muss ja davor sein. Immer nur... Wenn die Viecher einmal... Wenn die Viecher einmal in meiner Hütte sind, ist es auch zu spät. Das wird jetzt Ast, das wird eine Menge Holz. Das wird echt gigantisch viel Holz brauchen. Ja, stopp, so. E. B. Ich weiß nicht, ob das Ding jetzt in der Luft ist. Das wäre natürlich scheiße, ne? Sieht so ein bisschen aus, wenn es in der Luft weitergeht. Ich hoffe, das wird dann bis zum Boden runtergebaut. Ist das das Feuer oder was ist das? Es hört sich nämlich stark danach an, als wenn hier irgendwas ist, was ich hier nicht haben will. E, genau. Dann eine Tür. E. Okay, dann müssen wir hier nochmal eine Palisade hinbasteln. Geht anscheinend nur so. Ich muss sowieso hier außen rum. Okay. Man kann anscheinend auch durch Dinge durchbauen. Das gefällt mir. Ja, so viel Platz brauche ich eh nicht. Dann mache ich... Ne, hier muss ich dann sehr... Nee, genau, so. Dann B, muss dann hier noch einer hin. Perfekt. Dann brauchen wir hier nochmal eine B. Da habe ich irgendwas gegessen gerade. Dann brauchen wir hier mal noch ein Fenster. Das sollte aber nach Möglichkeit
so eingebaut sein. Dann machen wir hier mal noch eine Tür hin. Ne? Dann normaler Wall wieder. Dann normaler Wall. 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 Das läuft super. Das gefällt mir richtig gut. Es tut mir natürlich leid, dass ich gerade meine Monetarisierung, ja? Dass meine sprachliche Gewandtheit jetzt sich auf Wall dahin, hierhin bezieht, aber das geht anscheinend nicht. So. Ich sehe gerade gar nicht, wo ich das hinbaue. Na. Na komm. Gerade wo es richtig war, habe ich mir gedacht, das ist nicht richtig, deswegen habe ich es nicht gemacht. Na, komm schon. Ich geht's nicht mehr. Ja Mensch, ach so, weil wir zu viele Gavrolocks wahrscheinlich benutzt haben. Ja, das wird auf jeden Fall sowieso eine Weile dauern, bis das fertig ist. Puh, alter Schwede, also da werden wir jetzt gut zu schustern haben. Hier fehlt auch noch eine ganze Ecke, bis das fertig ist. Aber das wird bestimmt gut abhalten. Wo ist das andere Ding? Ach da. Eklig. Ja, dann würde ich sagen, hier ist sowieso schon angehackt. Machen wir gleich mal weiter. Fangen wir jetzt an einer anderen Stelle an? Könnte das sein? Ne, ich glaube nicht. Ich dachte, mach doch mal weiter. So. Immer schöne Truft da. So, da ist das schon mal weg. Fällt der hin? Wo ich die einbaue, ist ja echt vollkommen egal. So, nehme ich den noch mit. Lalalalalala. 200 schaffen wir auch, also ist es nicht. Das wird eine Weile dauern, aber irgendwann wird es auch fertig sein. Gaffer Rocks brauchen wir noch. Habe ich zwar gerade wofür, aber für irgendwas werde ich es brauchen. Hab gerade so viele Bauprojekte, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich überhaupt baue. Okay. Das war nicht geplant. Ich hoffe, ich habe ein paar wieder eingesammelt. Da habe ich einen Vogel aus der Luft weggeschnappt, so wie es aussah. Oder hing am Baum dran, das kann natürlich auch sein. La 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 la. So. Dann gehe ich mal ganz kurz einen Salamander essen.
Die sind beide voll. Okay. Ist aber alles gebaut. Gürtel ist auch gebaut. So. Hier hängen noch zwei. Ich bin dreckig. Dann wasche ich mir ganz kurz. Gut, dass ich einen See in der Nähe habe. Ist echt eine perfekte Stelle hier. Also es ist, glaube ich, so die beste Stelle, die du haben kannst. Somit. Ja, wieder sauber. Sehr schön. Was? Stock? Ach, hier liegen wieder Stöcke rum. Sehr schön. Sage ich natürlich nicht nein. Jetzt habe ich die Bären gerade weggeschlagen. Hier gab es doch irgendwo noch einen Bärenbusch. Irgendwas kraucht hier in den Büschen drin rum. Wenn hier die Büsche wegbleiben würden aus der Gegend, das sähe voll schön aus. Machen sie aber leider nicht. Da hinten sehe ich gerade liegt noch ein Baumstamm, den hole ich mal ganz kurz. Ich weiß zwar nicht, warum der da hinten liegt, aber der wird wahrscheinlich noch übrig geblieben sein. Hat sogar zwei. Ich hoffe, dass hier nur Baumstämme liegen und nicht Barbaren irgendwie sind. Ich weiß auch nicht, warum ich mal Barbaren sage. Das sind ja Eingeborene und Kannibalen. Barbaren ist ja was anderes, aber ich, keine Ahnung, ich sage mal Barbaren. Sehr schön. Ich weiß ja nicht, ob die das aufkriegen. Kann ich sogar nicht sagen, ob die das aufkriegen. Ich hoffe es nicht. Und der ganze Sinn der Anlage natürlich für den Arsch. So, dann fangen wir an, hier wieder ein bisschen Holz zu schleppen. Ich glaube, ich werde so machen, ich werde erstmal alles abernten hier. Alles abholzen. Ich denke mal so 10 Bäume mindestens. Und dann kann ich ja mit dem Schlitten immer noch kommen und sagen, okay, jetzt hole ich mir das Ding hier. Den Schlitten muss ich dann übrigens vor der Tür stehen lassen. Das muss ich mir merken, dass ich, bevor ich das fertig mache, dass ich den Schlitten... Okay, der fällt jetzt so praktisch, den muss ich aber gleich mitnehmen. Der fällt mir direkt vor die Haustür. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Weil die Wege werden langsam echt lang dann. Um irgendwas zu beschaffen. Giftig. Das sind jetzt diese vier kleinen, die ich mal stehen lassen will, testhalber. Dann mache ich... Den lasse ich aber, glaube ich, stehen, weil der ist wichtig dann. Für so einen Außenposten. Ich glaube, ich gehe auch mal ganz kurz drüben an die Koffer ran. Und guck mal, was in den Koffern hier alles so drinnen liegt. Aber für ein bisschen Abwechslung so zwischendrin. Will man nicht die ganze Zeit nur bauen. Wir wollen noch was erleben. Also wir werden definitiv nicht erst diese 200 Bälle zu Ende bauen und dann auf Erkundungstour gehen. Ich sage euch gleich, das werde ich eh nicht durchhalten. Da werde ich auf jeden Fall zwischendrin... Habe ich nichts an? Doch, habe ich. Da werde ich auf jeden Fall zwischendrin nochmal losmarschieren. Um zu gucken. Ich denke, das liegt in eurem Interesse und das liegt auch in meinem Interesse. So, was haben wir denn jetzt hier alles dabei? Ganz kurz anders hinsetzen, dann merkt man nicht, dass ich eigentlich gerade Handschmerzen habe. Das würde ich euch natürlich auch nie erzählen. So. Super, jetzt habe ich natürlich diesen komischen abgegradeten Stock. Kann damit auch nichts mehr machen. Wir haben auch einen Speer, den kann man aber nicht mehr upgraden. Ich könnte einen Molotow machen. Komm, machen wir noch ein paar Molotow. Einmal, weil ich es kann.
Weg, 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 rein, 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 rein. So. Soll das mal reichen? Drei lasse ich mir erstmal übrig. Flair kann ich benutzen. Mit einem Stein kann ich nichts craften. Stealth Armor könnte ich machen. Blaue Farbe könnte ich machen und orangene Farbe könnte ich machen, weiß ich auch, wie das geht. Equip. Combine to Stealth Armor maximal. Die kann ich nicht mehr kombinieren, das habe ich schon. Kombinationsfähig haben wir schon die Grenze so bis erreicht, gell? Ah, hier ist noch einer. Noch da ist noch einer. Da war noch eine Taschenlampe drin, aber wir haben eh schon eine. Der wird wahrscheinlich die Batterien rausnehmen, wenn er schlau ist, und den Rest drinnen lassen. So, dann fange ich mal an. Hier drüben ist einfach alles, was ich sehe, niederzuholzen. So, knack, 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 knack. Wir haben Gaffer Rocks für irgendwas, ich weiß aber nicht für was. Für das große Gebilde? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Oh, geh ich mal hier. Ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass wir das große Gebilde noch Gaffer Rocks brauchen, aber mal schauen. Also für das Abschreckungsmahnmal. Mahnmal. La 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 la. Boah, das ist genau neben mir runtergekommen, da habe ich aber Glück gehabt jetzt, ne? So. Ich würde sagen, wir können beim nächsten Mal ja den Schlitten mitnehmen. Und dann können wir, boah, was hier alles rumliegt jetzt, ne? Dann können wir ja den Schlitten immer am Ende des Tages einmal hier einen Tag lang abgeholzt haben. Dann können wir ja immer eine Fuhre mitnehmen. Und wenn es dann wirklich zu viel werden sollte. Was habe ich gerade? Tree Saps collected, okay. Wir müssen auch noch Beete machen, stimmt. Beete fehlen uns auch noch. Nicht unter dem Baum stehen. So, wenn der ganze Hügel auch noch leer ist, also dann kann uns wirklich kein Wilder mehr so schnell auf die Schliche kommen. Oder zumindest sehen wir das dann schnell. So. Was war das denn? Schneller! Schneller! Erstmal ein Riegel. Boah, wie viel Zeug hier liegt einfach mal. Okay, beruhig dich erstmal ganz kurz. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz zurück, nehmen uns noch zwei Baumstämme mit, holen uns einen Salamander vom, oder einen Leguan, ein Lorch, irgendwas sowas, vom, Gedings hier runter. Kann man das sicher auch so essen, gell? Eat? Eat something? Jetzt aber. Hallo, ich will was essen. Habe ich beide gegessen jetzt? Okay, dann habe ich halt beide gegessen. Der Schlitten muss hier raus jetzt. So, nehmen wir auch mit hier. Schlitten. So. Wir können ja, glaube ich, noch einen Holzboden unter uns runterziehen dann. Ich weiß nicht, ob der sehr teuer ist. Wenn er billig wäre, dann könnte man ja erstmal einen Holzboden machen. Ich weiß nicht, was da gerade umgefallen ist. Irgendwas war's. So, hopp, hopp. CC. Hopp, hopp. CC. Hopp, hopp. CC. Hopp, hopp.
Wo? Da. Geht nur noch der eine. Okay, dann nehmen wir den Wagen mal so, wie er ist. Ah, lassen wir den nochmal los. Da ist noch einer. Und los geht's, auf zur Behausung. So, loslassen. Ganze Gestrüpp hier vom Ball wegmachen. Und da wird's auch schon Nacht. Ich nehme jetzt mal ganz schnell die beiden mit. So. Ich habe mich sowieso nicht erinnert, was ich gesagt habe. Ich habe gerade irgendwas gesagt, wir machen das so und so und dann machen wir das so und so. Ich mache es im Endeffekt doch ähnlich. Ihr seht's doch. Ich nehme einfach, mach's einfach so, wie ich gerade Lust habe. Ist, mir einen Plan zu machen, ist überhaupt nicht meine Art. Ich mache einfach alles so, wie ich gerade Lust habe und irgendwie klappt es dann meistens. Wenn es nicht klappt, dann habe ich Stress. Aber in-game klappt meistens alles. Gut, das war's anscheinend schon, haben wir. Wir können, glaube ich, gerade nichts aufnehmen an sowas. Oh. Mua. Ich kann den Leuchten wieder nicht tragen. Dann bleibt halt hier liegen. Oh, es regnet, Igitt. So. Jetzt muss ich aber gucken, wo mein Feuer ist. Orientieren, da ist der Strick, dann ist hier das Feuer. So, dann einen Lorch, weil wir gerade so viele haben. C. Wir haben so viel Essen gerade. Ich kann auch von Blätter verbraten, wie ich will, weil wir haben, Geld haben wir schon verbrannt, wir haben noch 530, also Hase, okay, ich dachte gerade schon. Das war recht gruselig gerade. So, dann gehen wir mal nach oben. Sehen uns unsere kleine Schöpfung mal an von da, vom Weiten her. Ist aber geil, dass du so siehst, okay, so habe ich das mal geplant. Ist schon geil. C. Und Z. Na dann. Stopp, Moment. Was tue ich? Das geht schon wieder nicht. Oh, Alter, ich muss hier mir übelst viele Storages bauen. Aber egal, dann haben wir wenigstens ein paar. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob diese vier Loks, die ich brauche, ob die hierfür sind. Ja. So, dafür. Das ist ja auch voll. Oh, Feder. Dann mache ich mir gleich noch mal einen dritten davon. E. Okay. Ich wollte gleich gucken, was dieses Eat ist. Aber oh, bestimmt nichts Gesundes. So. Ich kann hier wieder frisch Zeug mitnehmen, hier alles.
Das gefällt mir. So, go, go, go. Den nehme ich natürlich auch mit. So, loslassen. Dann kram ich hier den Waldboden mal nach Stöckern ab. Die wir gerade alle abgeerntet haben. So, da haben wir schon wieder 10 voll. Und dann geht es auch gleich weiter mit dem Freund hier. Ist schon wieder die falsche. Huch. Wir wollen natürlich die. Die ist ja wesentlich besser. Ich gucke mal, ob ich den Baum mit abschlagen kann. Interessant. So. Wir haben auch so viel Rüstung, also da kann ruhig mal was kommen und uns angreifen. Das sollte uns nicht stören. Ist das ein Baum oder ist das ein... Ich glaube, das ist kein Baum. Sehen wir gleich. Ich glaube, da gibt es Sticks. Ja, komm her. So, haben wir einen Stein mitgenommen gleich. Los! Schneller! Gibst du Sticks? Ja, gibt's Sticks. Aber du gibst keine Sticks, es sei denn, du gibst 5000 Sticks, dann würde ich das verstehen. You called and went build a fire to get try. Das können wir gerne später mal machen, aber jetzt ja nicht. Ich würde mir auch gerne dann noch so dieses große Feuer machen, diesen Scheiterhaufen da. Leider brauchen wir momentan so viel Holz, dass das, glaube ich, nicht so wirklich verwirklichbar ist. Nicht so wirklich verwirklichbar. Ist auch ein schönes Wortspiel. So. Baum fällt! So, nehmen wir den hier noch. Ah, was für ein... Huch! Da war anscheinend irgendwas.